Und das Bild weggetappt. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Erklärungsnot. Heute begeben wir uns mal in die Pixel-Gefilde. Das finden wir beide ja sehr, sehr gut. Wir beide heißen der gute Klunkertrache. Servus, meine Wenigkeit und unser neuer Mitbewohner, der Hund, in Potion Permit. Ja, keine Ahnung, was ist. Klunker hat wieder ein paar Demos gezogen, dass er eigentlich immer ganz gut ist. Das heißt, eigentlich ist er eigentlich immer ganz gut. Und auf dem Steam-Fest haben wir die gefunden. Da sind wir mal gespannt, ne? Was das ist hier. Alleine nur dieser Look. Ja, Look und Musik ist jetzt schon für uns, ne, das Geschmackssache immer. Wir wissen ja, dass nicht so die Masse an Pixel-Fans gibt, aber, oder also gibt schon, aber jetzt auf unserem Kanal. Ja. Kanal. Aber, Ich habe mal ganz kurz nochmal die Lautstärke erhöht, Leute, weil es war ziemlich leise, glaube ich. Oh, okay. Das haben wir mich gar nicht geguckt diesmal. Nee, haben wir nicht, getestet, Leute. Also fangen wir einfach an, gucken wir mal rein in die ganze. Bin auch gespannt. Potion-Stube hier. Wir haben es auch nicht. Wir sind auch blind. Oha. Oh, das sieht dumm aus. Ah, das kenne ich glaube ich schon. Das habe ich glaube ich schon mal gesehen. Das wollte ich glaube ich tatsächlich extra, machen. Extra für einen guten Haarle machen wir heute mal einen männlichen. Ja, ihr könnt eigentlich eine Frau machen als Verkäuferin. Ist auch cool. Machen wir eine Frau. Hast du auch bei Kokibo übrigens? Hast du da eine Frau genommen? Ja. Okay, krass. Oha. Ui. War ja ein bisschen. Punk-Style, Baby. Ja, schön. Schmucklich. Augen, wie hättest du gern? Blau oder grün. Weil es einfach mehr auffällt, finde ich. Muss nebenbei ein bisschen dampfen, Leute. Das ist richtig. Bin abhängiger Wichser, es tut mir leid. Oh, sieht doch schön nett aus. Könnt reinschreiben, wenn es euch stört. Dann, ja. Macht das nie wieder. Habt ihr Pech. Nee. Okay. Und der Name der Guten. Harlinde. Harlinde. Oh. Das klingt aber echt typisch deutsch. Florine. Oh. Harlinde. Das ist immer. Nehmen wir so Harlinde. Das ist, weißt du, manchmal so die Sachen, wenn man was aufnehmen, musst du halt einfach mal die Fresse halten eigentlich. Aber kommt doch immer so ein Scheiß raus. Ja, ach, kann ich mal gerne dort schon vergeben. Ist okay. Und essen muss ich. Ich würde es machen. Ich muss noch einen großen Starkgang mit der Big Boss. Ach du Heilige. Ja, dann muss ich mal ein bisschen mal reinpfeifen. Oh, ja, da ist auch wieder zu. Gut, das ist gut, dass man sieht, du genau nach Japan Trace Simulator gemacht hast. Aber der Look hat mir perfekt gefallen. Ich finde den Look affengeil. Ja, das Spiel jetzt, oder? Von dem Spiel. Ich liebe diesen Look. Mich hat, wie gesagt, stark an Moonlighter, wer das kennt. Hast du so ein bisschen Shopkeeper-artig. Also einfach ein herrliches. Ich liebe diesen satten Pixel-Look. Das ist einfach heute doch so geil anzugucken. Und auf Deutsch. Ja. Harlinde! Mit Dr. Nestor vom Alchemistenrat. Oh, Speedy. Ja, Schleim. Schön. Ich bin auf dem Weg zu einem Treffen mit meinem Kollegen auf der Insel Mundburg. Da wir denselben Zug nehmen, hat die Hauptverwaltung mich gebeten, dich zu begrüßen. Und dich. Oh, ich wusste gar nicht, dass du deinen Hund mitbringst. Der ist ja knuffig. Wie heißt der? Oh. Was hast du gesagt? Klunki was? Hm? Du hast doch erst Harlendine, Harlendine und Klundine. Oder Flunni. Ja, das klingt gut. Das ist unser Hund. Ui, Flunni. Flunni. Das ist aber ein schöner Name. Ja, das ist gerade eingefallen. Hilfst du Harlinde bei diesem wichtigen Auftrag, Flunni? Safe, Digga. No, logisch. Wir sind schon fast am Bahnhof von Mundburg. Während wir auf der Insel sind, repräsentierst du den Alchemistenrat? Bist du vorbereitet auf das, was kommt? Nein. Ja, guck mal. Das ist eine bedeutende Gelegenheit für uns. Wir alle zählen auf dich. Wenn du erfolgreich bist, erhalten wir vielleicht endlich die Erlaubnis, eine Zweigstelle auf der Insel zu errichten. Aha, auch geht doch. Da sind wir schon. Machen wir uns auf den Weg. Tanja Shitty. Sicher dat. Da geht einfach um, Leute. Den musst du mal bringen. Ich hab meine Nüsse runtergeschmissen, weil ich blöd bin. Hm. Fuck. Das ist die Harlinde, die Insel Mundburg. Oha. Und hier sind auch schon unsere Kollegen. Darf ich vorstellen, Moira und Colin.
Colin, typisch. Ne, tut mir leid, ich kann nicht lesen, weil ich das Mikrofon. Hallo. Dumm im Gesicht hab. Schön, dich kennenzulernen. Du musst das neue Alchemie-Genie sein. Mhm. Wir haben schon mit dem Bürgermeister gesprochen. Er wartet am Stadttor auf dich. Der Rat zählt auf dich. Lass uns nicht im Stich. Fremder Text. Oh, lass dir von mir keine Angst machen. Hey, du hast doch dein medizinisches Journal dabei, oder? Hoffe ich. Denk dran, immer wieder hineinzusehen und es aktuell zu halten. Und bitte sei immer höflich und hilfreich. Du bist der erste Repräsentant des Rates hier. Schön. So, jetzt machst du dich besser auf den Wegen. Viel Glück, Holländer. Jo. Okay. Sieht aus, Alter. Hey. Glaubt ihr, dass er da allein zurechtkommt? Ich glaube nicht. Ich habe das für meine Zweifel. Wir auch. Aber er ist viel verliebt. Ja. Na, da will's wissen. Machen wir uns auf den Weg zurück in die Hauptstadt. Ja. Bing, bing. Boah, ist der Look. Kann. Ich finde den Look herrlich. Jo. Ah, Bürgermeister. Hallinde, wir haben dich schon erwartet. Jetzt darf ich dich also herzlich in Mondburg willkommen heißen. Ich heiße Meier. Ich bin der Bürgermeister hier. Meier. Und das ist meine Frau Marielle. Es war eine große Freude, dich kennenzulernen. Ich war es, der den Brief in die Hauptstadt geschickt hat, Junge. Junge! Es ist so, unsere Tochter braucht Hilfe. Unsere Ruhe geht es schon sehr lange schlecht. Wir haben versucht, das richtige Heilmittel zu finden, aber bislang konnte ihr nichts helfen. Wir hoffen, dass du sie wieder gesund machen kannst. Hui! Ruhe befindet sich gerade in Behandlung bei unserem örtlichen Heildoktor. Heildoktor? Es wird noch etwas dauern, bis sie zurückkommt. Ich erzähle dir so lange etwas über die Erfahrungen, die Mondburg mit Alchemie-Genies aus der Hauptstadt gemacht hat. Schön. Wärst du so freundlich und begleitest... Ah ne, das war der Typ wieder. Bevor ich dir alles erkläre, würde ich dir gerne allen vorstellen. Bitte nicht. Ich konnte 50.000 Stimmen. Ja, da hast du nämlich jetzt nicht überlegt. Ach du Heilige. Ach du je. Hau doch alle ab. Der Barkeeper ist cool. Guten Abend, alle miteinander. Wir sind heute Abend hier, um einen Gast zu begrüßen. Darf ich vorstellen, dies ist Herr Linde. Servus. Herr Linde ist ein Alchemie-Genie, das uns der Alchemistenrat gesandt hat. Alchemie-Genie? Wie alle wissen, ist unsere Tochter schon sehr lange krank. Meine Frau und ich versuchen nach wie vor ein Heilmittel für ihre Krankheit zu finden. Und daher haben wir die Hauptstadt um Unterstützung gebeten. Ich hoffe, ihr heißt Herr Linde. Herzlich willkommen. Ein Alchemie-Genie also. Hätte nicht gedacht, dass wir in dieser Stadt noch einmal eins zu sehen bekommen würden. Wir wissen, wie sehr ihr euch ein Heilmittel wünscht. Aber du solltest dir überlegen, wenn du uns ins Dorf holst, Meier. Herr Don! Kenn ich ihn. Ein Alchemie-Genie beim Klappautermann. Ich hab Leute in meiner Crew, die haben mehr drauf. Nova. Den Leuten aus der Hauptstadt kann man nicht trauen. Hast du vergessen, was sie getan haben? Aber meine Lieben, so erfängt man doch keinen Gast. Bitte entschuldige, sie sind nur etwas aufgeregt. Aber jetzt folge mir doch bitte, ich zeig dir deine Unterkunft. Sehr gut. Jetzt schon. Eine Menge zu lesen, Leute, eine Menge zu lesen. Dieses alte Haus gehört unserem früheren Alchemie-Genie. Schön. Er ist schon vor langer Zeit weggezogen. Da es leer steht, kannst du es übernehmen. Ach, mal Spinnen rausscheuchen, wird man warnen. Ja. Ja. Es muss dir komisch vorkommen, dass die Leute hier nicht gerade begeistert auf deine Ankunft reagieren. Das liegt an einigen Vorkommnissen, die wir mit dem Alchemistenrat erlebt haben. Unsere Beziehung zum Rat ist bisher ziemlich katastrophal verlaufen. Ich nehme an, in der Hauptstadt hat niemand ein Wort darüber verloren. Nö. Du wirst mehr darüber erfahren, während du die Insel kennenlernst. Wir kommen auf alles zurück.
nachdem du dich ausgeruht hast, ja? Und bitte vergiss unsere große... Was? Bitte nicht. Bitte vergiss unsere große... Bitte nicht, unsere Tochter braucht deine Hilfe. Wir sehen uns morgen, Herr Linde. Gute Nacht, schlaf gut. So, Flöni, ich hab einen Käfig mit dir, mein Freund. Oh, ab jetzt. Muss man reparieren, das ganze Wand kaputt. Na cool, wenn du das könntest. So geil. Gut, Flöni. Geile Bude, Junge. Kann man was draus machen, komm. Jo. So, Steuerung in Aktion. Frei bewegen, gut, okay. Interagieren ist mit X, okay. Und mehrere Interaktive mit rechten Stick. Gut, okay. So, müssen wir nochmal schlafen. Komm, mal schlafen. Oh, kannst du einstellen, cool. Aber das solltest du wahrscheinlich nicht machen, weil ich glaube, die Tage brauchst du bestimmt. Bestimmt. Dein Hund hat Hunger. Schwangerei. Ja, sieht aus. Du kannst deinen Raum mit verfügbaren Möbeln dekorieren. Ach, wie geil. Versuch mit dem Grundrissobjekt zu interagieren, um mit dem Dekorieren des Raumes zu beginnen. Du kannst mehr Möbel bei Bauen und Einrichten kaufen. Das ist cool. Das ist schon mal ziemlich cool. Jedes neu erhaltene Möbel wird hier als Dekoration registriert. Du darfst mit den Möbeln den Weg zwischen Bett und Tür nicht versperren. Du kannst die Möbel drehen. Das ist alles ja soweit ganz klar. Okay, also haben wir auch ein bisschen Ausbaumöglichkeit. Das finde ich schon mal sehr gut. Alter Schwede. Ja, knallen rein in den Knüppen. Aber cool gemacht. Sehr cool gemacht, ja, dass du da so ein bisschen Zeug hast. Sowas mag ich ja. Leuchtung. Schick. Decoration. Oh, da gibt es einiges. Oh, Weihnachtsbaum. Ja, geil. Merry Christmas und so. So, wunderschöner Vorleser. Ah, das sieht doch gut aus. Live vom Sofa hier. Optimal. Wie zu Hause. Das sieht doch gut aus. Haben wir's doch. Kannst du nichts kann zu erforschen? Öffnen. Achso, du öffnest die Tür. Servus. Ist offen, Mensch. Ja, hier ist doch offen, komm doch rein. Reparatur erforderlich. Aber wie cool der Look ist, Leute. Ich ja, find, ist geil vor allem. Der Look ist mega geil auch. Was du machen musst, zu reparieren, das ist schon mal mega cool. An dieser Stelle möchte ich im Übrigen gleich mal wirklich an unseren Co-Keeper appellieren. Also Leute, die Pixel-Sachen geil finden, sollten bei uns auch mal sich einfach Co-Keeper angucken. Erstmal zur Tür. Guten Morgen, Herr Linde. Guten Morgen. Du hast doch hoffentlich gut geschlafen. No, es ging. War nicht lang die Nacht. Ausgezeichnet. Darf ich dir meine Assistentin vorstellen? Das ist Xiao. Meine Assistentin? Ja, ich kenn. Ja. Xiao. Jetzt kannst du aber reden. Schön, dich kennenzulernen. Ich arbeite mit Bürgermeister Mia zusammen im Rathaus Meier. Entschuldigung, Meier. Ich hatte gehofft, dass ihr euch gut verstehen würdet. Wenn du irgendwas brauchst, wird Xiao dir sicherlich helfen können. Dies ist dein erster Tag hier, du solltest zunächst unsere Insel kennenlernen. Wir haben meinen Hund füttern, Flöni. Ich habe einen unserer Ranger gebeten, dir eine Einführung zu geben, er wartet dich am Wiesengrund. Du erreichst ihn, wenn du die Brücke im Süden überquerst und dich dann nach Osten wendest. Er hat auch ein paar Dinge für dich. Nun, du machst dich besser auf den Weg. Unser Ranger Forest ist sicher schon dort. Jo, Baby. Du mach Eier. Tschüssi. Machen wir Flunny-Sachen, ja. Deine vorherigen Aufgaben waren in der oberen rechten Ecke. Okay. Das ist gut. Menü ist. Oh, Gesundheit, du. Ach, danke schön. Oh, schöne Weltkarte gibt's. Ah, oh, schön. Ach du. Oh, was ist denn das? Das sind Informationen über alle Bürger. Ach, hier haben wir die ganzen Heiltränke. Es geht nämlich um Tränke, wer hätte es gedacht? Ja, Heilpotions. Dann die ganzen Zutaten natürlich. Ach, jo, jo, jo. Oh, Essen, Fisch, Tiere. Oh, Kämpfen gibt es anscheinend auch. Mhm. Oh, Leute, das könnte auch ein richtig, richtig geiles Game sein. Nein! Das will ich gar nicht. Hier, Flinny, grüß dich. Komm. Hallo, Hund. Dein Hund wird dir gelegentlich mitteilen, wie es ihm geht. Das erkennst du am Emoji. Sehr cool, dass du mit dem interagieren musst. Pfeifen. Ja. Dein Hund liebt Futter und wird gerne gestreichelt. Mhm. Hilfreiches Haustier. Okay. Na komm, Flunny. Komm ran, mein Freund.
gesagt, wo ist das Essen, mein Freund, ha? Haben wir natürlich nicht. Naja. Scheiße ist. Dann, mein Freund, sitzen bleiben. Du musst dich wenigstens streicheln, ha? Ja. Boah, für Flünni, ha? Ja. Hol dir den Flünni. Boah, da, look. Ich liebe diesen Look. Ich weiß, wir müssen nach Süden, aber... Boah, ist einfach schön. Geil, ja. Ich könnte mich die ganze Zeit einfach hinstellen. Na komm, Pfiffi. Stadt ist ja cool gemacht. Das ist optisch. Die Laternen und so, das sieht richtig cool aus. Optisch sehr gut. Zeige dir. Stadt Mundburg. Achso, das. Eine Axt. Aha, Sichel. Aha, er kann dann vielleicht Lebensmittel kaufen, ne? Ranger-Posten. Ah, oh, das ist wie ein Harvest Moon oder ja, Stardew Valley. Ja. Sehr schön. So eine Kombination aus vielen, ja. Servus, Ranger. Hallo, du musst Alchemie-Genie sein. Ja, Genie, ja. Ich heiße Forrest. Forrest Gump. Da muss er kommen. Ja. Bürgermeister Meyer hatte ich schon angekündigt. Meyer. Ich habe hier etwas für dich. Gib mir mal was. Du hast eine Axt. Betrachte es als Willkommensgeschenk. Thank you. Du wirst es wahrscheinlich bald brauchen, denn ich habe auch eine Aufgabe für dich. Ist klar. Ich möchte, dass du einige Kräuter für mich sammelst. Mensch. Na gut. Du weißt doch sicher, wie man das macht. Ihr seid doch ein Genie, wie du gesagt hast. Ne? Das müssen wir doch wissen. Ja. Ja, ich glaube, es muss das. Übrigens, der Bürgermeister hat es dir wahrscheinlich schon erzählt. Es gab vor einer Weile einen Unfall, bei dem viele der Pflanzen hier vernichtet wurden. Wenn die aus der Hauptstadt sich doch nur verantwortungsvoll übernehmen, dann würden solche Tragödien vermieden. Haben wir verstanden, den Wink, haben wir verstanden. Ups, ich und meine große Klappe. Wenn du fertig bist, komm zu meinem Haus. Boah, ist das schön gemacht. Das wäre von mir viel Glück da draußen, Alchemie-Genie. Angreifen mit X. Ah, eine Sichel hast du jetzt gekriegt, cool. Sammeln und ernten. Abrollen. Okay. So, wir haben den Hammer und wir haben eine Sichel. Und Hammer haben wir auch, cool. Sehr gut. Oh, da haben wir schon das Arschsteuer. Zack, ran! Und da haben wir auch seinen Stein. Oh, das war doch lang. Und Gegner, Baby. Komm ran, Junge! Dir geb ich's, mein Freund. Ah, cool gemacht, da kam. Ah, das erkläre ich nicht. Ich dachte, das war zum Eis sammeln. Ja, hab ich jetzt auch gedacht, dass es Items sind. Cool. Ach, aber ein cooler Effekt, wenn du den triffst. Was, ne? Da Luft, geil. Ja, also Schwerne. Das ist schon... Das ist ein Spiel, das macht Bock auf mehr Leute. Auch da wieder. Gut, macht, ist klar, aber schade, dass es nicht zu zweit geht, sowas. Echt schade. Da hab ich gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Nee, das macht ja keinen Sinn. Also zusammen vor macht er mal am meisten Spaß. Ja. Das macht halt laut. So, Hundi, können wir dir vielleicht einen Pilz geben zu essen? Ah! Füttern, mal gucken. Was ist das andere? Apfelsaft. Na ja, gut, das. Komm, ist das ein Pilz? Ja, Powerfluni. Jo. Oh, jetzt los, ja! Na, Axt hast du angekriegt, okay. Geil. Das ist genau unser Ding. Ja, auf jeden Fall. Sag mal, es ist schon wieder süchtig. Den Stein. Aber hier ist was doch immer angezeigt, oder? Den Stein. Der Stein ist nicht angezeigt. Wo angezeigt? Auf der Karte oben. An der, die sehe ich nicht. Halte Basilikum. Ach, das siehst du nicht? Nee, ich sehe alles, was so rechts ist. Deshalb soll ich gar nicht lesen, weil ich sehe nichts. Hier müsste das sein. Wobei da oben. Da oben sein. Ja. Okay, genau. Wir sollen Basilikum sammeln, Jasmin und Gänseblümchen. Nimm dann mal einen Hammer, um für Gegner wegzumachen. Gänseblümchen? Aus Interesse einfach mal. Was dann machen? Gänseblümchen! Achso, oder Hammer? Okay, mach's gleich.
dran, Schleimboy. Aber du hast da. Kann ich den A? Ah ja. Okay, das ist wieder ein Gänseblümchen. Gänseblümchen müssen wir sammeln. Haben wir aber 0 von 3, 3 von 3, gut, okay. 4 von 3, jetzt brauchen wir Jasmin. Hier oben wird es angezeigt. Das ist vielleicht auch nur auf der Karte, dass es hier in dem Gebiet ist. Weil hier wird angezeigt, als wenn es hier wäre, weißt du? Mhm. Na gut, gucken wir mal. In dem Gebiet, denke ich auch. Ich denke auch. Wir gucken mal. Jasmin, komm ran, Jasmin. Jasmin! Naja. So. Weg wegen eines Artschutzes, also wegen eines Artschutzes gesperrt. Oh. New Challenger. Geht's aber los, leider. Also mein Ding. Klebegelee. Pit! Kriegst du eine. Hm? Frei Freund. Das? Schwoben. Das sieht stark nach Erz aus. Oh. Du wirst auf Ressourcen treffen, die bessere Sammelwerkzeuge benötigen, auch als also auch Klassik. Ja, also ja, Klassiker. Ja. Schön durch Schmiede aufwerten. Oh. Das geht theoretisch. Ja, das geht, aber im Moment, das ist. Ja. Das gibt so ein bisschen Bär, ne? Oh. Der Hund kämpft nicht mit, ne? Nee. Nein. Hat auch eine geknallt, die Bärenklaue. Das ist doch was. Oh. Ach du Heiliger. Der Dr. Samuel. Okay, sind nur so Informationen. Seite 4. Okay, das ist wahrscheinlich. Kannst du bestimmt sammeln. Hier sind Pilze wieder. Das Hundi. Da haben wir einen Strauch. Ja. Könnte das was sein? Jasmin, Basilikum? Ja, sieht so aus, ne? Zitronenmelisse. Uiuiui, ist doch ja krass. Hau doch ab, Junge. Aber auch cool gemacht, also Zitronenmelisse kennt man ja auch, ne? Geil, dass sowas eingebaut haben. Mhm. Okay. Kann vielleicht mit der Axt das Ding. Ach ne, brauchst du auch. Laute Karte. Sind ja aber jetzt schon fast durchgelaufen hier. Unten komme ich aber nicht weiter. Geh weg, Bär. Komme ich nicht weiter. Also drüben sieht es ja fast aus wie was Besonderes. Mhm. Was ist das? Dann geh nochmal zurück. Mach mal. Eisenerz. Geh weg, Bär. Er ist in Unruhe. Da hast du hier unten nämlich noch andere Bäume, versuch die mal wegzumachen. Du hast den grünen Baum und daneben siehst du das? Das stimmt, ja. Wenn die Ausdauer ausgeht, kannst du den Wechsel nicht mehr benutzen. Außerdem läufst du langsamer. Oh. Gebrauchsgüter oder Badehaus? Das klingt echt extrem stark nach Harvest Moon. Ja. Nee, okay, gibt's auch nicht. Okay, krass, ich dachte, die fällt sich selber wieder auf, also durch. Wie war das jetzt da? Ah ja, so ist es. Materialien, Lebensmittel, dann nehmen wir mal so einen Apfelsaft. Sehr gut. Weil hier ist genau da aus, das Ausrufezeichen. Mhm. Das könnte halt wirklich nur. Ein Reisepunkt. Sehr gut, okay. Das ist eine richtige Frage. Es könnte auch. Der Typ stand ja hier. Jetzt haben wir ja wirklich alles gesehen. Ne? Guck mal, ob du das nochmal wegmachen kannst. Oder? Nehmen wir die Axt mit. Gut. Vielleicht muss auch die Gegnerblatt machen, dass die das vielleicht droppen. Ich weiß ja nicht. Denkst du? Nö, ich. Keine Ahnung. Aber es muss ja irgendwo sein. Die Gegner scheinen ja wieder zu spawnen.
Ja gut, es hat ja nichts zu sagen, ne? Das ist richtig. Aber Jasmin und Gänseblümchen, Jasmin und Basilikum klingt ja schon eher nach einer... Ja, ist unrealistisch, ja, aber... ...pflanzlichen Sache. Ne, ist ja auch. Ist ja auch. Da unten ist noch was. Ne, die sag ich ja. Ich bin mein Freund. Oh. Da unten ist warte was. Mal, geh mal auf, geh noch mal pfeifen. Entschuldige. Stand da nicht finden irgendwas? Da musst du die Stufe erhöhen. Aha, okay. Blub. Honig. Mein guter Bär. Sporen. Das ist natürlich jetzt schon traurig. Ich kann es ja nicht ändern. Ich überlege auch gerade die ganze Zeit, wo es sein könnte oder wie es. Oder ist der Busch? Nein. Ja, also das haben sie schon gut gemacht, ist alles glitzert. Ah, hier, oder? Ja, das sieht gut aus. Ja, jawohl, Basilikum. Aha! Basilikum ran. Dann also es ist doch so, dass nur den Bereich generiert, wo es stehen kann. Sehr gut. Okay, das hätten wir schon mal. Basilikum. Brauchen wir bloß noch Jasmin. Das ist bestimmt die andere Pflanze da unten. Mhm. Aber, wow. Aber wie komme ich da ran? Hau mit dem Hammer drauf. Genehmige. Ah. Probieren. Das kann ich nicht, wenn ich. Achso. Was steht da? Genehmigungs. Zeichen Stufe 1. Achso, noch nicht. Richtig. Das heißt, du wirst es wahrscheinlich dann vom Förster kriegen. Das könnte sein, obwohl der ja alle drei Artikel gleich haben will. Ne, ja, deshalb denke ich mal, du wirst dort noch nicht hin müssen. Also das ist nichts, was uns interessiert, würde ich behaupten. Aber ich bin jetzt nicht bekloppt gewesen. Ich bin etwas noch mit der Steuerung überfordert. So war's. Ranzoomen kann man nicht. Da oben waren wir, hier können wir nicht durch. Und da unten ging es ja nicht weiter. Obwohl es so aussieht, als wenn es weitergehen würde. Mhm. Gehen wir oben an den Stein. Sieht da extrem aus, können sie doch was machen, ne? Ja, an sich ja. Das ist richtig. Ja, hochspringen kannst du ja nicht. Nee. So nur rollen. Hier in den Secret Way durch den Wald. Nein. Nee, du. Ja, fängt es aber schon an. Naja, ein bisschen suchen musst du eben. Ne? Ist eben. Vielleicht, oder ist es vielleicht doch weiter links? Ja, da bist du ja schon wieder am. Genau. Das ist ja das Häuschen von dem Typen, ne? Hm. Ah. Na, wir können ja mal gucken. Servus, junge Dame. Was suchen dein Karl? Ist er schon im Bett? Ja. Hat er arbeiten? Nicht. Wo ist dein Karl? Ja, das ist bestimmt vielleicht in dem. Ab 8 Uhr war doch in diesem Laden hier irgendwas. Ja, das ist halt auch mit der Zeit immer in solchen Spielen, ne? Ja. Ah, da gibt es nicht einen Weg durch die Bäume. Und vielleicht kann sie auch klauen bei dem Feld. Nee, was kann man nicht benutzen in der Stadt. Schade. Ja, ein bisschen einfach. Okay. Das macht die Sache natürlich etwas schwieriger gerade. Ja, man denkt, wir gehen bald und lootet die ganze Scheiße ab und fertig ist der Lack, ne? Kann natürlich aber auch mit der Uhrzeit zusammenhängen. Bei solchen Spielen ist es ja manchmal so, dass verschiedene Artikel nur zu gewissen Uhrzeiten kommen. Weil ich bin mir sicher, Basilikum dort, wo du nämlich, da warst du schon. Und das ist dann auch gewachsen.
Das weißt kann, du? Das kann schon sein. Da könnte es sein, dass das vielleicht früh ist. Möglich. Vielleicht. Vielleicht aber spät nachts. Alles ist möglich. Ich glaube nicht, dass du da drunter musst, glaube ich nicht. trotzdem interessant, ne? Wo könnte das wachsen? Da! Guck mal an. Das ist ja das so. Ran mit dem Jasmin. Klassisch Jasmin. Der war auch vorhin nicht, oder? Aber der Weg war. Also ich. Ganz ehrlich, das wäre mir auch nicht, dass der Weg vorhin überhaupt da war. Ne, das sagt mir jetzt auch nichts. Also ich habe schon aber auf der Karte gesehen, aber... Das ist komisch. Aber ist egal, kann auch, wie gesagt, meiner Unfähigkeit zu schulden sein. Das ist gut möglich. Egal, wir haben alles. Wir haben alles. Forster, willkommen. Mark Forster. Hoffentlich nicht. Kokon, Kokon. Da oben, oben, oben. Ist er da drin? Nee. Nee, dann, der hat doch mir das Haus ja gezeigt. Ja, ja, ich weiß schon. Aber da ist ja Dings. Könnte aber sein, dass es jetzt. Ja, genau. Gehe zwischen 10 und 20 Uhr. Alles klar. 10 und 20 Uhr. Da sind wir weit entfernt davon. Da ist. Wir gehen pennen. Nein! Wir kommen nicht hier hin. Lauf, Boy! Lampen sehen geil aus, gefallen mir. Der ganze Look. Der ganze Look von dem Spiel ist richtig, richtig cool. Ich mag ja auch solche Harvest Moon Sachen, Stardew Valley. Also ich bin ja Fan von solchen Spielen. Ja. Das bist du Verstreuner. Machen. Los, Mann. Wir Betrachter beobachten dich. Denk dran bei allem, was du tust. So Stasi-Boy oder was? Okay. Na, die mögen ja keine. Aus der Dreck. Städtler. Schön unsere Wohnung. Dann ab ins Bett, würde ich sagen. Oh. 6 Uhr. Haben wir ja immer noch Haufen Zeit. Wo bringt uns ja erstmal? Alles gar nichts. So, grüß dich, Flunni. Nein. Komm ran, mein Freund. Jojojojo. Geh doch langsam hoch die Liste, du. Och, das ist ein Husten. Geh, komm mal hier, Hafler. Haben wir was für dich? Na ja, komm. Das ist noch ein Pilz, mein Freund. Bist du noch auf dem Trip? So, 10 Uhr, da haben wir ja noch 4 Stunden Zeit. Können wir uns dann mal ein bisschen doof umgucken. Kennen ja alle noch, ja. Schläft noch. Gut ausräumen. Sowas geht wahrscheinlich nicht, ne? Servus, raus aus den Federn. Ich setz mich einfach mal bei dahin. Sind auf alle Fälle alle sehr vertrauenswürdig. Obwohl sie die Städter nicht mögen, ist überall offen. Naja. Ich hasse einfach nur gerne Rollstuhl. Oh. Der ist wie Angeln. Ah ja. Ah. Na klar, muss ja auch aus der Fische. Schön angeln. Kannst du mal vier Stunden auf der Parkbank fläzen und eine Kippe rauchen und Whisky trinken? Ah, das ist das Bordhaus. Von 9 bis 18 Uhr. Okay. Hm, cool gemacht. Bordhaus. Was ist das? Mülleimer-Trail. Oh, ja. Wie cool sind denn die Viecher aus? Oh, Fleisch. Das Bordhaus. Oh, sind die knuffig. Geil. Alter, das ist so Harvest Moon Vibes. Ja. Mega geil. Das heißt, du ja kein Feld bestellen musst, sondern einfach mal da raus. Deinen Laden aufbauen musst. Ja. Na, der einzige, die auf hat schon. Oh Gott, im Himmel. Frühstück, Apfel, Milch, Mais, tolles Fleisch, Knoblauch. Knoblauch, geil. Ich habe aber keinen Cent. Das ist nicht wir schön. Haben keinen Fang der Tasche, wir können nichts kaufen. Ja, das ist ja nicht wahr. Okay. 9 Uhr. Können wir uns langsam auf den Weg machen. Nach?
Vertania Ranger. Forresthausen. Zum Forest Gump. Das ist ja cool. Friseur. Schneiderei. Oh, geil. Also, das sieht auch cool aus, ne, mit der Schärfe und so. Ja, ja, die richtig Optik ist. Hey, Lena. Oh. Tut mir leid, Schätzchen, wenn du mir was zeigst, dass du es ernst meinst, können wir was trinken gehen. Alles klar, Fischer. Ich wollte nur einen Spaß machen, aber Helene, die will es wirklich. Atemlos trinke ich mit dir ein. Das sind aber schon sehr viele Berühmtheiten hier, ne? Mark Foster, Helene Fischer. Ja. Forrest Gump. Piratenbohr? Oh, ist das cool. Oh, wenn wir jetzt noch einen Johnny Depp treffen, wir dann nochmal alle. Das ist Piratenhut, wie cool. Ja, das sieht cool aus. Grüß dich, Bürgermeister. Wir tun ja nicht bei anderen Leuten in der Häuser rummachen. Nee, machen wir nicht. Das machen wir doch nicht. Machen wir nicht. Komm, mein Freund. Wir müssen nur Zeit totschlagen. Ich bin zu doll. Ich bin einfach blöd die ganze Zeit. Ich muss doch viel weiter nach rechts. Ja gut, aber ich dachte, du wolltest jetzt die Stadt angucken, deshalb habe ich nichts gesagt. Oder Schmied. Schmied. Sehr cool. That's my Kumpel. Los, wir müssen zum Ranger. Go, go, Power Ranger. Ranger Boy. Wir knallen die alle raus, Leute. Wir verwursten die alle, ich sag's euch. Ranger, Forrest Gump, Mark Foster, alle dabei. Alle am Schlüssel? Kein Düssel. Ja, so. Herr mit der Belohnung. Hey, Fürsti! Hast du euch gefunden, was ich haben wollte? Oh, gegen ruckzuck. Ohne verlaufen. Gute Arbeit. Ich muss zugeben, ich bin überrascht. Wollen wir auch. Du hast deine erste Aufgabe erledigt, dann werde ich dir jetzt eine neue geben. Ja. Leck mich. Suche Xiao auf. Er wartet sicher im Rathaus auf dich. Du weißt doch, wo das Rathaus ist. Eigentlich nicht. Ach klar, das hört man schon. Boah, aber ich mega. Denke mal mitten auf dem Marktplatz irgendwo. Lass ihn nicht warten. Wir laden zum Ciao. Jawohl! Wie cool das gemacht ist. Ja. Zu Kleinigkeiten. Oi, servus! Oh, jetzt sind wir da, cool. Die Frau vom Kumpel, ja? Chemie, du Natur findest du auf diesem Portal. Du sollst hart arbeiten. Leck mich mit deinem Scheiß hart arbeiten. Ich bin hier um Feier. Ich. Kriegst aber nichts. Wir haben ja nichts mehr. Können Honig geben, aber. Honig ums Maul schmieren. Nix da. Guck mal, Pilz da. Fluffy. Wir brauchen dringend Kohle, Leute. Wir brauchen Hundefutter. Wir müssen zum Schmied. War das eine Demo? Das ist eine Demo, ja. Kostenlos, gut. Also, stand unter Demos auf jeden Fall. Hat er auf dem Schulter? Ist doch falsch. Du bist ja. Du hast also deine erste Prüfung mit fliegenden Fahnen bestanden. Dann darf ich wohl durchaus etwas mehr von dir erwarten. Naja, kannst du machen. So eine Pflanze mehr sammeln, ja. Und jetzt lass mich dir Runherz vorstellen. Oh, Runherz, Alter, bist du. Du bist also die Eis des Mieschini. Sieht also eine Kriegerin. Ja. Ich habe Runherz gebeten, den Kessel in deinem Haus zu reparieren. Das ist ja nett, dankeschön. Der Kesselflicker, Runherz. Kesselflicker, gehen wir doch gleich mal zusammen hinüber. Ja, komm mal mit dir, mein Kollege. Komm mal hin hier ins Haus. Gibt Kaffee, Kuchen, also wenn es nochmal soweit ist. Also zur Zeit gibt's nicht. Nee. Außer einen kaputten Läufer. Das ist halt das rostige alte Ding, das ich reparieren soll. Ja, genau. Kriegst du das hin? Tja, Kinderspiel. Das sehen wir dann. Ja, mit Hammer dreimal draufkloppen. Ja, genau mein Ding gewesen. Also hätten wir es selbst hingekriegt. Ja, guck an, ja. Wie es brodelt. Läuft. Das Schätzchen ist so gut wie neu. Ich bin dann ja fertig. Geh pfleglich mit deinem guten Stück um. Ja? Na klar. Ciao, Bobby. Ciao, Mädel. So, ciao. So, jetzt hast du also einen funktionstüchtigen Kessel. Klingt schon mal gut. Dann kannst du ja gleich ein paar Tränke brauen. Das klingt noch besser. Das ist dir sicher kein, das ist sicher kein Problem für dich. Schließlich bist du Alchemie-Chemie, nicht wahr? Das sagen die irgendwie alle, aber ja, ich fühle mich dann eher so. Alchemist wäre auch gut gewesen, aber ja. Wenn es dir deinen Zutaten mangelt, findest du jede Menge nützliche Ressourcen im Wiesenkron. Ja.
Wenn du fertig bist, besuche mich doch bitte im Rathaus. Naja. Mach ich, alles klar, okay. Danke. Und du entschuldige mich bitte. Ich muss mal aufs Klo. Aua, klar. Bam! Kessel! Was ich liebe sowas. Ich liebe das, wenn du Stück für Stück deine Bude aufbauen kannst, Stück für Stück Sachen freischältst und dann. Solche Spiele finde ich einfach grandios. Der Kessel ist ein wichtiges Utensil, das sagt jedermann. Ha! Ah. Zum Brauen von Biergenusswurf. Ach nee, Quatsch. Um mit dem Brauen des Trankes zu beginnen, brauchst du ein Trankrezept. Du kannst deinen Kessel auch verbessern, um deine Kapazität zu erhöhen. Was haben wir denn für Tränke? Neutral Kräuterbalsam. Entspannter Balsam. Wundreiniger. Sonntrom. Und violetter Nebel. Rezept. 5 times craft to unlock. Alles klar. Also du musst es ein paar Mal craften, dann hast du alles Rezept. Alles klar. Jeder Trank hat eine andere Puzzleform. Ach du Heilige. Die ausgefüllt werden muss. Füge die Puzzleteile zusammen, indem du dir zur Verfügung stehende Materialien verwendest. Es ist nicht erlaubt, Puzzleteile zu platzieren, die nicht in die richtige Form haben. Also, ja. Manche Trankrezepte besitzen Beschränkungen bezüglich der nutzbaren Zutaten. Befolge die Anweisungen. Und der runde Rahmen neben dem Kessel gibt die maximal einsetzbare Materialmenge an. Übersteigst du die Menge, kannst du nicht anfangen zu brauen. Aha. Was haben wir denn? Boah, sehr interessant, ne? Das ist ja einfach nur cool. Ja. Ja, das ist schön. Das war Quatsch. Aber es ist halt problematisch, weil. Ach, hier habe ich doch noch welche. Aber kann ich das wieder. Ja, okay. Dann ist das super. Wir brauchen erstmal die Ecke. Da können wir ja das Blümchen nehmen. Das L ist nach unten. Na hier. Gelee. Oder? Ja. Läuft. Yes, baby. Rein mit dem Zeug. Waschmaschine. Ja, voll. Oh. Tank. Neutral. Fertig. Firma freischalten. Sehr gut. Okay. Das heißt natürlich, wir müssen den jetzt 4-mal herstellen, um das Rezept zu kriegen. Das ist natürlich, kann man das auch mit anderen Sachen machen? Theoretisch? Ja, ich glaube schon, das geht schon. Hauptsache nur ums Puzzle geht es wahrscheinlich ja, dann. Ja, dass du die Teile dafür hast, genau. Das hieß ja, Bernd hat jetzt immer noch ein paar Gegner gekillt. Das sagst du auch. Rein mit dem Knüppel. Die Firma wurde mich, glaube ich, eng mit dem L. Das klingt doch geil, ohne Scheiß. Okay, das ist aber cool gemacht mit der Puzzleform, dass du Inkredenzien hast, aber das wirklich nur in die Puzzlesache machen musst. Das finde ich eine nice Idee. Das ist sehr nice. Ein Einser habe ich nicht. L habe ich, glaube ich, obwohl ich könnte ja so und so. Ein Stein zum Beispiel noch. Den habe ich keinen mehr. Ein Zweier habe ich nicht. Den habe ich auch nicht mehr. Schon scheiße. Ja, sag ich auch. Hab schon wenigstens jetzt mehr Gegner können. Und ja, Steine abbauen. Sowas macht man. Ach klar. Macht erstmal das, was gefragt wird. Aber ist nicht so schlimm. 140 Verkaufspreis. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Das heißt, wir dürften jetzt 2 Tränke haben, die wir wiederum für 280 verkaufen können. Mhm. Was wiederum heißt, achso, da steht ja auch, Mensch, wie abgekloppt, neutral Kräuterbalsam und einen Wunderreiniger hat man herstellen sollen. Okay, Leute, dann machen wir das mal ganz schnell noch. Das ist mal nicht so eine, sagen wir mal, eine Stunde Aufnahmezeit, das ist okay. Also, ich würde es lieben, gern weiterspielen, aber wir wollen es ja testen. Aber das könnte sogar sein, dass ich das privat weiterspiele. Aber das werdet ihr dann sehen. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist, genau. Kann es nämlich sein, dass ich das vielleicht doch mal noch ein bisschen zeige. Ich bin hier wieder falsch gelaufen. Ich voll rein. Mein Gott! Das ist aber auch ein ganz schöner Weg, den ihr immer lauschen müsst, ne? Ja, auf jeden Fall. Upsala. Okay. Obwohl, ich kann doch eine Schnellreise machen.
Kann ich das nicht? Ja, muss doch an so eine Flagge gehen. Achso, muss an eine Flagge gehen. An die Flagge! Das ist, glaube ich, noch Stadt noch nicht aktiviert. Stimmt. Weil ich dachte, das wäre einfach nur so die ja, Flagge zur Stadt sozusagen. Aber nein, du! Kann ich hier vielleicht so runter? Da drüben, wo der Daumen nach unten ist, siehst du das? Ja. Da, das ist, glaube ich, dieses Freigabesymbol. Geil, sieht das aus. Zug. Auch ein bisschen Steampunk-mäßig. Echt, dieser Stil. Ziemlich cool. Dieser Stil ist mega gut. Ja. Es ist halt immer die Geschmacksfrage. Viele Leute, die feiern entweder das absolut glattgelutschte, ne? Ja. Oder halt so altes Zeug, aber ich liebe so diese neuartigen Pixel-Sachen. Also diese, früher war ja alles Pixel, aber das sah halt auch viel scheiße aus, weil es Pixel war. Aber heutzutage hast du halt die Möglichkeit, halt mit den Pixeln so viel geiles Zeug zu machen. Ja. So, bin ich jetzt bekloppt? Du bist falsch, du musst doch rechts. Aber kannst du, hast du mal geguckt, ob du nicht so ein Drangfleisch schon machen kannst? Du weißt ja nicht, nee, was du dafür brauchst. Aber ich kann ja trotzdem ein paar Gegner zerknüppeln. Jo. Kurz. Das kannst du machen. Ich verlagere mich die ganze Zeit, Leute. Das ist normal. Ich habe auch im realen Leben keinen Orientierung. Ist auch ein bisschen, muss man erstmal reinkommen in die Stadt, ne? Dann muss man mal eins werden damit. Sondern bei Co-Keeper, da kannst du einfach Wände wegbuddeln. Ja, da kannst du bestimmt verkaufen. Die hat mich ja nicht. Nee, stimmt ja, ja, okay. Ja. Die wollte ja nichts von mir. Nee, Shop, warte mal. Kasse ausräumen. Naja, dann will nicht. Gut, okay. Jetzt muss er noch rein im Reißen. Dann hättest du gewünscht. Ja. Nehmen wir noch mal ein paar Artikel mit. Okay, dann spawnen, also die Pflanzen sind auch wieder neu da. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ran mit dem ganzen Zeug. Komm ran, Schleim. Stell dich deinem Gegner. Sehr gut. Schön Artikel sammeln. Den kannst du mal deinen Hund geben, da hat Hunger. Juni, du treibst, ne? Da kriegt er nicht so fressen bei dir. Das ist richtig so. Ja. Brauchen das zum Mischen? Ich höre das schon nicht. Aber das zählt ja nicht. Pilz zählt nicht zum Mischen. Alles, was bei Apfelsaft drin ist, und so, das kannst du nicht mit einmischen. Nur die restlichen Kredenzien. Ein Hund eine draufgezwickt mit einem Hammer. Aber das ist halt cool gemacht, dass das dann so zählt, also Puzzleteile. Doppel-Kill halt vom Feinsten, zack weg. Man hat zwar der Stein jetzt nicht so die Wertigkeit wie ein Stein, sag ich mal, ne? Aber geile Idee. Schon cool. Auf jeden Fall. Ja, ich finde also, find auch, dass der... Ja, ich hab das ja in dem Trailer gesehen, also ich habe mir das Spiel so angeguckt und dachte mir so, boah, alleine schon rein optisch wird es uns auf alle Fälle gefallen. Ja, kannst auch die Bäume mitnehmen, denk dran. Jo. Schön Zeug sammeln. Da sind wir ja, wie gesagt, wer uns kennt, sind wir ja immer dabei. Ja, das ist Spiele da, wo man looten kann, da sind wir. Das kriegen sie uns immer. Und zum zigtausendsten Mal. Drüben noch mal runter und dann denke ich, haben wir ganz schön Inskredenzien gesammelt. Komm her, Schleimboy. Nehmen wir noch den Stein mit. So ein Stein muss sein. Ja. Sehr gut. Und ab nach Hause. Kannst du mal das Schild gehen schnell? Ja, ich könnte es mal probieren. Ja, hast recht. Ob du da beide aktivieren müsstest. Ich kann noch nichts machen. Achso, Nico, der muss mich schon auf der Karte dorthin drücken. Könnte natürlich sein. Ja, teleportieren, genau. Achso, aber ich. Ja, okay. Es wäre so einfach gewesen, ne? Naja. Ja, aber ich kann. Ja. Ne, zurück kannst du nicht mehr. Ne, ist klar. Du hast ja noch keinen. Ja, da ist keiner bereitstehend. Da steht aber, da siehst du es dort oben? Ist es? Das ist ein Schiff. Ne, runter. Jetzt noch. Ne, hoch. Ja, ja. Siehst du es? Die das, Bälle? War das. Ist die das aus wie ein. Ne, wir gucken. könnte sein, Leute. Mal sehen. Wir schauen mal. Aber sowas im Multiplayer macht bestimmt auch lauter. Ja, aber da ist halt zeitlich immer das Problem. Da ist mir Zeit das Problem. Obwohl Stardew Valley geht ja auch, da hast du ja auch die Zeit. Und
teilst dich halt dann auf. Der eine fischt zum Beispiel um die Uhrzeit, der andere macht halt Tiergehege zum Beispiel. Ja. Ah, hier. Aktivieren. So sieht's aus, mein Freund. Grüß dich. Okay, also wir sollen einen Wundreiniger herstellen. Was haben wir denn hier so? Ingredienzien haben wir auf alle Fälle jetzt erstmal genug. So, da könnte ich zwei davon machen. Ich könnte natürlich, da haben wir einen Einser. Einser haben wir noch nicht. Nee. Das heißt, Dreier ist auch nicht. Das heißt, es geht auch nicht. Das heißt, wiederum, wir machen es uns mal einfach. So. Geht die Waschmaschine wieder an. Wundreiniger. Okay. Aufgabe completed. Das ist also cool eigentlich. Ich liebe das sowas. Ah, schön. Geht zwischen 8 und 17 Uhr. Es ist ja schon wieder scheiße jetzt. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal pennen, dann gehen wir nochmal zum Ciao, Leute. Sagen Ciao. Leute, es aber war noch zu schlafen. Es ging, oder? Ja, aber okay. Aber schon schlimmer. Können wir ja derweil noch einen brauen, ja? Okay. Machen wir mal entspanntes Balsam. Kostet ein bisschen weniger. Was können wir denn machen? Preis, ja, zum Beispiel das hier. Ein schöner Sonnentropfen. 150. Oder? Ja. Passt da, okay. Könnte man vielleicht sogar die zwei Bärentatzen hier nehmen. Obwohl, naja, aber vielleicht eine. Ja, eine vielleicht auch. Hätten wir aber auch wieder eins. Das wäre auch nicht gut. Das wäre auch wieder eins. Wäre auch nicht gut. Wäre auch wieder eins. Wäre auch nicht gut. Ich glaube, das kann man noch nicht. Aber warte mal, er da unten, ganz unten hin. Ja. Upsala. Mal. Na, geht doch hoch. Eins, oder mal irgendwas. Ja. Doch, jetzt brauchst du noch drei Zweier. Oh. Naja, aber hoch zu, ne? Ne, quer und zwei hoch, ja. Ja. Hoch habe ich keine. Ja, scheiße. Dann wird's wohl nix. Bräuchten halt echt einen Einser. Ja. Na gut, okay. Alles nicht so schlimm. So, Hundi, ja? Jojo, Flutti. Jetzt kriegst du mal die Honig reingepfiffen. Da wird's wieder klebrig auf dem Hundeklo, sag ich da. Naja, da. Junge, Junge, Junge. Da ist musst du da Spezialtüten mitnehmen, ja. Oh ja, Brauer, Alter, wie cool das aussieht. Ja. Die Optik ist mega geil, wir können es noch tausendmal sagen, aber es ist. Oh ja. Ist aber geil. Kann man dort spielen? Ich hab gerade überlegt. Das hätte ich aber gefeiert. Das war lustig. Vielleicht geht's später mal noch. Ja, Braun. Cool. Was? Orkardhalle? Geöffnet 10 bis 24 Uhr. Hund ausgeschlossen. Wie geil ist das? Die so pennen kann da, ey. So wirklich. Gut, das ist früh im 7. Ja. Jeder normale Mensch liegt da noch in der Feder. Ja. Na, dann, wie sieht's aus? Na, hä? Irgendwann, Helena. Irgendwann. 8 Uhr noch, 20 Minuten. Park von Mundberg. Das ist einfach schön. Ja. Das. Könnte ich mir wirklich denken, dass ich das öfter spiele? Das ist. Hast du meine Aufgabe erfüllt? Naja. Wir haben es versucht. Sieh an, nicht übel, Herr Linde. Oder Herr Linde. Wie es aussieht, hat es uns Alchemisten dieses Mal ein fähig Alchemie-Genie, das ist ein furchtbares Wort, geschickt. Vor allem, weil es zigtausendmal kommt, ne? Seit dem Unfall hatten wir keinen mehr hier. Jedenfalls. Keinen guten anscheinend. Ich werde Meyer einen Bericht zukommen lassen. Er wird sicher erfreut sein. Bürgermeister erwartet
Großes von dir, Harlinde. Mhm, und die Helene erwartet auch Großes von uns. Ja, ja. Gut. Ja, kommt, der war wirklich mal gut diesmal. Der war gut. Ja. Wer ihn dann nicht kapiert hat, erklären wir später. Das wäre alles für heute. Morgen machen wir weiter. Was ist das für eine Dame? Die hat eine Vater im Haar. Können wir uns erstmal denen. Abgeschlossen. Uns Auftrag. 850 Gold gekriegt. Ja, geil. Oh, jetzt Kohle gekriegt. Ah, ja, ey, Nova. Deinem Ruf nach zu urteilen, bist du meine Zeit nicht wert. Das sehen wir. Ah, die Damen, die sind. Ja, die sind schon sehr eingebildet, ne? Durch. Aber die sind auch, wie gesagt, städtlerfeindlich, ne? Muss man auch sagen. Ne? Das heißt, wir unseren Ruf verdienen. Ja. Wir kommen ja hier vom Land, aber ich wüsste nicht, dass wir so städtlerfeindlich werden. Aber okay. Nee, ja, du kommst aus der Stadt. Naja, aber. Also ich. In real life, baby, ich bin im Spiel, okay. Bin ich ein Dorfkind, Junge. Ja, da. Dorfkind. Ja. Oh! Katze! Mütze! Der Kips! Der Kips! Hund! Fass! Wie geil das war. Was war denn das? Das ist auch cool gemacht. Kannst du auch nicht steigern, ne? Nee, gerade nicht. Der Mietze! Schwarze Brett! Klassiker. Schön. Derzeit gibt's keine, okay. Oh! Dagobert! Hier bist du also. Jahrelang haben wir dich gesucht, Junge. Wo ist dein Geld? Ja, da sucht dein Geld gerade, siehst du das? Jetzt bin ich von der Schneiderei, ne? Ja, das ist auch mal interessant, ja. Schneiderei, Seitenstich. Okay. Also klassische Norm, ne? So richtig. Seitenhieb. Geöffnet. So, ja, mach deinen Scheiß alleine, genau, komm. Das ist also ohne Scheiß. Da kannst du auch aber ganz schön zu tun, also. Das ist schon ziemlich cool gemacht. So, und ich würde sagen, meine lieben Freunde, mit dieser wunderschönen Aussicht auf Dagoberts Geldspeicher, da er in den Tiefen des Wassers liegt, werden wir dieses Let's Test angezockt, erstmal beenden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt eigentlich, theoretisch bin ich jetzt ein Mensch, ich habe jetzt übelst Bock weiter zu zocken, weil ich es so interessant finde. Aber das ist ja das Geile, wenn wir solche Spiele spielen. Auch nur mal antesten, auch für uns. Du weißt dann leider sofort, okay, kannst du es vielleicht auch mal später angucken. Ja. Guckst es dann. Und auch für euch, ne? Es ist ja so viele Steam-Games, es sind ja wirklich hunderte manchmal Demos, Free-to-Plays und sowas. Und ich glaube, da ist es ganz gut, wenn es ein paar Leute gibt, die sich die Zeit nehmen, sowas schon mal zu testen und so ein kleines Vorsicht, einfach mal reinzugucken. Anstatt sich vielleicht selbst mit jedem Spiel zu beschäftigen. Aber das muss ich sagen, ist definitiv ein sehr cooles Spiel. Optisch, soundtechnisch. Umfang scheint es auch enorm zu sein. Like Stardew Valley, Harvest Moon. Ja, so die Vertreter. Und ich bin jetzt schon verzaubert. Ich bin jetzt schon in diesem Punkt eigentlich zu gucken, wie viel kostet das Spiel. Hat es einen Multiplayer? Ab geht's. Wäre was. Auch wenn es für euch was ist, dann schreibt es rein, wenn es euch gefallen hat, wie wir es ein bisschen so präsentiert haben, auch wenn ich mich glänzend angestellt habe. Aber wir haben eine Städte-Rundtour gemacht und alles andere. Man hat ein bisschen was gesehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen. Ansonsten bis zum nächsten Let's Test. Bis dahin. Ciao. Tschö, Mädel. Du musst deinen Hund verrufen. Fluffy, du. Vielfraß, du.